Lilo, heute mal ein kurzer Zwischenbericht. Das mache ich im Moment. Gab jetzt kurze Zeit keine Videos, weil ich habe was Interessantes gelesen. Was ist das denn? Metal as a Service. Das ist doch mal ein gescheiter Name, ja? Nicht so Trastita, vertrauenswürdige Ziege. Metall, ja, Metall. Das ist doch mal Maßmobil. Gut, jedenfalls habe ich das mal gelesen und da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und das kam mir furchtbar interessant vor. Schaut euch mal das entsprechende YouTube-Video an, dass ihr ungefähr mal wisst, was es ist. Ja? Da geht es eigentlich weniger um Cloud Computing in dem Sinne, wie man es kennt. Da geht es um das ja nackige Metall, ne? Ein Server mieten ohne Software zum Beispiel. Ja? Und wenn man keinen Server mieten will, sondern man hat schon einen, dann könnte man den quasi zentral von seinem Laptop verwalten. Und zwar ohne, dass man sich viel Hirnschmalz anstrengen müsste. In der Theorie gibt es auch diverse Videos, verlinke ich im Video in der Beschreibung, was ich bisher so aufgetrieben habe. Klingt interessant. Metal as a Service, ja gut, wofür bräuchte man es? Im Prinzip läuft es so ab, ne? Ähnlich wie beim Thin-Client-Server. Ne? Nur dass ich hier nicht die Thin-Clients mit einem Server verbinde, sondern umgedreht. Ne? Man hat einen Laptop. Ne? Damit verbinden sich dann die Server, beziehen darüber das Betriebssystem und das installiert man dann quasi vom Laptop aus oder vom PC aus. Und zwar auch gegebenenfalls über Entfernungen, ne? Wenn man zum Beispiel einen Server mietet, könnte interessant sein, falls ihr ein Start-up-Unternehmen habt. Ihr könnt euch die Hardware nicht leisten, könntet ihr euch die Server mieten, ohne Software, ne? Beispielsweise, wenn ihr gar keinen, ja, Provider findet, der zum Beispiel ja Body Linux als Betriebssystem anbietet, sondern nur Ubuntu und Fedora, bla bla bla. Oder ihr wollt vielleicht Arch Linux drauf haben, euer Linux, ne? In einer bestimmten Variante, mit einem bestimmten Desktop und mit bla 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 bla, dann könnt ihr das selber, ne? Dann kann die nackige Maschine sich mieten oder, falls man einen Server hat, selber verwalten. Das ist doch höchst interessant. Ja, und die kann man natürlich auch remote neu starten, weil die Server dann auf der Hauptplatine einen separaten Kabelanschluss haben, den neu zu starten, selbst dann, wenn er sich aufgehängt hat. Und das ist alles interessant. Haben wir dazu folgendes Maschinchen gebraucht, gekauft, ist aber noch nicht da, ne? Kriege ich demnächst. Muss ich jetzt im Moment auch drauf lauern. Ist ein HP ProLiant DL580 Generation 5 Server gebraucht. 128 Gig am RAM. Fehlte mir noch so in meiner Sau ein bisschen mehr RAM, hätte ich gern, habe ich gedacht. 16 Prozessoren, also 4x Quad-Core, klingt nett, ne? Baujahr so um die 2009, 2008 rum, so wie ich das gesehen habe. Habe ich mir mal, ja, musste jetzt mal sein, weil ich will mir keinen Server mieten, sondern ich wollte jetzt mal einen eigenen haben. Ja? Zum Beispiel, um meine Videos zu rendern und schneller zu rendern. Ne? Mit viel RAM und viel CPUs verspreche ich mir, dass ich mir nicht die Nächte um die Ohren schlagen muss. Und dann in dem Zuge probiere ich mal Metal as a Service. Probiere mal die Spielereichen aus, die so ein Server so hat. Ne? Zum Beispiel das Netzteil im laufenden Betrieb zu wechseln. Die haben nämlich dann mehrere Netzteile. Oder wie man über die IP-Adresse den mal neu startet. Selbst wenn er sich aufgehängt hat. Und solche Spielerchen kann man damit machen. Wollte ich immer schon mal so einen Server haben. Zum daheim ausprobieren habe ich mir bestellt, Videos folgen, weil ich habe Metal as a Service. Also ich habe mir das Bare Metal, also das blanke Metall bestellt. Werde dann mal probieren von einem PC aus, zum Beispiel von diesem PC aus, dann den Server mit zum Beispiel Ubuntu zu bestücken, um dann zum Beispiel mit XRDP drauf zuzugreifen. Ne? Also ich will da jetzt keinen Webserver draus machen oder so. Ne? Ich will einen internen haben mit viel RAM. Warum deshalb mit viel RAM? Weil ich verspreche mir dann, die Programme zum Beispiel PDV im RAM laufen zu lassen und auch das Rendern alles im RAM laufen lassen. Wie man einen Temp-Ordner zum Beispiel im RAM laufen lässt, habe ich schon mal gezeigt. Vielleicht sogar das ganze Betriebssystem ins RAM, ne? RAM-Festplatte, sowas. Das sind so die Ideen. Ne? Mal gucken, ne? Konnte ich vorher nie. 128 GB RAM hatte ich nicht. USB-Stick als RAM ginge theoretisch auch, aber es ist zu langsam. Gut, Dinge, die da kommen, Maß. Metal as a Service. Wir werden sehen, wohin uns das führt. Ich hoffe, ihr bekommt's haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen an alle Metal-Fans und tschüss.